1, 2, 3, 4, 5, 6. Hallo Leute, ich grüße euch. Hier ist Ingo. Auf Wunsch, das ist der Rhythmus Luke und auf Wunsch habe ich den nochmal aufgenommen für euch in einem, mit mehr Erklärung und mit einem ruhigeren Tempo. Und der Rhythmus ist ein 6/8 und ich spiele den nochmal in einem ruhiggehenden Tempo und dann gehen wir da zusammen durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also das sind insgesamt 8 Schläge und wir teilen das mal in 2 Parts, sodass du das einzeln dir anschauen und anhören kannst und das üben kannst. Also, der erste Part. Die Haupthand hat 2 Schläge hintereinander. Und zwar so. Ich wiederhole diesen Part und spiel mal mit. So, wir haben hier einen Bass, dann haben wir nicht ganz Höhe, sondern Mitte und dann den hohen Ton, damit wir 3 verschiedene Sounds haben. Ich hoffe, das hört man hier trotz dieser ganzen Mikrofonie und der Aufnahme so. Ich mach's mal. Das ist Part 1. Das übe, ist gar nicht schwer. Und Part 2. Ja, hier haben wir etwas wird es ein bisschen komplexer und auch etwas herausfordernder, weil wir haben hier unterschiedliche Schläge nacheinander, du musst dich ziemlich beeilen, dahinterher zu kommen. Also, wir haben einen geschlossenen Bass, ja. Ihr wisst es, geschlossene und offene Töne sind. Ansonsten schaut euch einfach nochmal die Videos an. Ich sag's nochmal kurz, aber wenn ihr das studieren willst, schaut ihr das Video über offene und geschlossene Töne an. Geschlossen heißt, der Ton klingt nicht nach, die Hand bleibt liegen. Und in diesem Fall ist es einfach ein geschlossener Bass. Und der ist auch nicht laut. Und die Energie, die du hier spielst, kommt nicht aus dem Arm, wie sonst bei den Bässen. Sondern stell dir vor, hier an deinen Handknöcheln, hier drückt's runter. Hier geht's runter. Yes. Danach haben wir einen leichten, einen Soft Slap. So wie Soft Eis, ja, ein bisschen softer halt. Passt gut zum Sommer. Das sind die ersten 2 Schläge. Bei diesem Schlag möchte ich, dass du dich damit, dir da Zeit lässt und deine Hand schonst. Weil es kann zu Verletzungen führen, wenn du das reinrammelst, was, ja, das kann gut passieren, heilt wieder, aber ich empfehle dir, geh da langsam ran, die Hand. Ich habe auch diese Schläge erklärt, ja, es gibt ein Video von mir, verschiedene Schlagsounds, 5 verschiedene Schlagsounds, google das mal auf YouTube und da findest du das, ja, das ist ein leichter Slap. Die Hand, der Handballen, den presst du gegen die Trommel und die Finger hängen dran. Die führst du nicht. Die sind ohne Forcing. Also, ja, die sind locker. Und dadurch entsteht dieses Witsch. Es ist keine Höhe, ja. Also, die 4 Schläge. Hier hat auch die Hand 2 Schläge nacheinander. Den dritten und den zweiten und den dritten. Das ist ziemlich, da muss ich ziemlich beeilen, dann von der Höhe wieder in den Bass zu kommen. Ja, ich bitte dich, dass du diese Sachen sehr langsam übst. So weißt du, was du hast und du kannst dich dran gewöhnen. Dein Körper kann sich auch dran gewöhnen. Jetzt der ganze Rhythmus insgesamt in einem ruhig gehenden Tempo. Und dann zähle ich dich rein. Das hör nochmal hin, dann zähle ich dich rein.
Ding, tick, tick, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Two, three, four, five, six. Noch zu schnell? Okay, ich mach's mir noch ein bisschen langsamer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's it. Das ist der Rhythmus Luke. Ein sehr schöner Sechs-Achtel, der sich sehr gerne mit der anderen zusammenspielt. Ja, das ist kein Grundrhythmus. Ja, also kein Aufbaurhythmus. Es ist nicht der Rhythmus, der so die Räume aufmacht. Das ist eher ein Rhythmus, der sich in den Räumen bewegt. Also du spielst zum Beispiel einen femininen Rhythmus, ja, oder den, einfach den Chenan. Geht das zu schnell? Und dazu passt es ding da kete da di da ding da kete ra ti ka ding da ding da kete ra ti da ding da kete ra ti da da ka ti ki ti ki da ti da. Okay, das war ein bisschen improvisiert. Also, ja, spiel diesen Rhythmus, hab Spaß damit. Hier ist Ingo Gutmann. Es ist Sommer und ich wünsche dir einen schönen Tag.